Sie war nett, sie war sehr streng, sie war gefürchtet, vor allem war sie sehr schlagfertig im wahrsten Sinne des Wortes. Was würden Sie dazu sagen, wenn Sie jetzt das Stichwort mal Bellinghausen hören würden? Sie war streng, aber sie war gerecht. Von woher kennen Sie die Schule? Also wohnen Sie hier in der Nähe? Oder? Ich bin gebürtiger Haslacher, als Freiburger, im Stadtteil Haslach geboren und aufgewachsen. Und ich war von 1949 bis 1957 Schüler in der damaligen Pestalozzi-Volksschule. Würden Sie lieber heute in die Schule gehen oder damals? Am liebsten eigentlich eine Mischung von beiden. Ich kenne also die Pestalozzi-Schule als Schüler und ich war auch später hier als Lehrer tätig. Und was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt Heinrich Pestalozzi werden würden? Er war derjenige, der mit Kopf, Herz und mit Hand, wie man so schön sagte, versucht hatte, den Schülern den Stoff nahezubringen. Würden Sie den Himmel lassen? Den Herrn Pestalozzi? Ja. Ach ja, eigentlich schon. Und die Frau Maybelling? Die soll ihn begleiten, ja.